Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es heute um zwei smarte Glühbirnen, nämlich die von Techin. Kosten standardmäßig 21. Heute bekommt ihr sie für 18 Euro im Doppelpack. Das heißt, wir haben hier einen extrem günstigen Produktpreis pro Stück unter 10 Euro. Für jeden, der sich schon immer mal überlegt hat, seine Deckenlampen mit E27er Fassung smart zu machen, schaut euch diesen Deal auf jeden Fall an. Ich werde euch gleich einmal zeigen, was die Glühbirnen leisten, für wen sie sich eignen. Wie immer ist natürlich der Link zum Deal für euch in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Seid nur definitiv schnell, denn der Deal ist wie gesagt nur heute gültig und richtet sich ebenfalls nach der Kapazität. Natürlich hat Techin schon einige Smart Home Geräte auf den Markt gebracht, die wir uns zusammen angeschaut haben. Insbesondere aber die Glühbirnen haben es mir damals sehr angetan, weil ich einfach vom Gesamtkonzept sehr überzeugt war und vor allen Dingen auch von der Farbwiederholung. Gab. Wir hatten uns schon einige günstige Anbieter angeschaut und es gibt auch sehr viele günstige, wo man sagen kann, hey, das ist definitiv ein Hingucker wert. Gerade Richtung Merrows, Richtung Gosund gibt es smarte Glühbirnen, die definitiv auch im niedrigen Preissegment Leistung liefern und ohne Hub sind. Aber natürlich auch in den Multisets, wie beispielsweise Nui das bietet, haben wir immer mal auch Glühbirnen dabei, wo man sagen kann, hey, das ist preis-leistungstechnisch definitiv ein sehr, sehr gutes Niveau. Bei Techin ist das preis-leistungstechnisch immer so, dass der Preis extremst niedrig ist, weshalb natürlich viele skeptisch sind und sich fragen, kann man überhaupt für diesen Preis, in dem Fall für weit unter 10 Euro pro Glühbirne sozusagen, eine smarte Glühbirne einsetzen oder muss man vielleicht Angst haben, dass das Ding durchbrennt, dass irgendein Schaden entsteht an der Elektrik oder sonstiges. Das sind natürlich Vorurteile, die auf der einen Seite berechtigt sind, weil natürlich viele Hersteller schon Lampen auf den Markt gebracht haben, die es tatsächlich nicht geschafft haben, solche Tests zu bestehen. Auf der anderen Seite kann man hier zum Glück von einem sehr renommierten Produkt sprechen. Techin hat diese Glühbirnen, ich meine, vor 2,5 Jahren auf den Markt gebracht. Damals waren sie sehr, sehr innovativ unterwegs, gerade mit der Anbindung der Apps. Und jetzt mittlerweile lässt sich das Ganze auch sehr, sehr schön fortführen. Wenn wir uns die Glühbirnen einmal an sich angucken, sind die super verarbeitet. Das Design ist wirklich sehr, sehr toll. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht Techin weiterhin extrem gut. Und vor allen Dingen natürlich auch hier haben wir wieder alle Anwendungsmöglichkeiten, sprich Smart Life als Hauptplattform von Techin ist beibehalten worden, meines Erachtens die beste Multiplattform für günstige Anbieter und auch deswegen hier nochmal ein großer Pluspunkt. Hub ist wie gesagt nicht erforderlich, läuft komplett über WLAN, das heißt einmal die Glühbirne einrichten, allerdings 2,4 GHz, das noch als Hinweis, ganz ganz wichtig und dann kann es auch schon losgehen. Wenn ihr hier mit dieser Glühbirne dann einmal in der Smart Life App drin seid, könnt ihr über den Leuchtkreis diese verschiedenen Farbschemen einstellen und hier punktet Techin ganz klar im Vergleich zu anderen Anbietern. Leuchtschema, Farbwiedergabe etc. ist sehr, sehr schön zu kalibrieren, sehr genau, sehr präzise und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ebenfalls macht Techin dann die gesamte Steuerung im App-Interface sehr gut, also man hat das in Smart Life gut adaptiert. Heißt, ihr könnt hier sehr schön Zeitpläne festlegen, könnt Szenen kreieren und so weiter. Das ist alles wirklich kinderleicht und dadurch ein sehr schönes Anfängerprodukt, ebenfalls wenn ihr neu seid in der Smart Home Welt beispielsweise. Ich persönlich muss sagen, die Techin Birne ist preis-leistungstechnisch immer noch eine der Birnen, wo man sagen kann, hier könnt ihr nichts verkehrt machen, gerade auch zu diesen Dealpreisen, hier wie gesagt im Doppelpack heute für 18 Euro, das ist schon ganz stark, von daher nutzt das aus, wenn ihr auf der Suche seid nach einer günstigen E27er Fassungsglühbirne, die vor allen Dingen natürlich auch hier dementsprechende Farbwiedergabe leistet. Die ist definitiv interessant für euch und die solltet ihr euch anschauen. Und wenn ihr sie haben wollt, seid definitiv auch schnell, weil der Deal ist nur heute gültig. Link zum Deal ist in der Infobox für euch. Bei Fragen gerne einfach alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.